Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge ARK Storyline. Hinter mir seht ihr mein Haus, immer noch nicht ganz fertig, aber immerhin schon mal zu. Ich hatte ja gesagt, ich wollte die Ecken hier, die da oben schon aus Metall sind, eigentlich auch noch runterziehen. Aber mein Metall brauche ich gerade für Wichtigeres. Denn ich habe mich hier drin mal ein bisschen ausgerüstet. Den Fabricator hat mir, glaube ich, schon gesehen. Ich habe jetzt eine Räucherkammer, da ist noch nichts drin. Ich habe einen Kühlschrank, der läuft auch. Das heißt also, ich habe auch einen Stromgenerator, einen Futtertrog. Und ja, außerdem hier meine Geländer und alles. Da oben ein tolles Dach aus Glas, dass wir auch schön viel Licht hier reinkriegen. Ich habe mir mal eine von diesen Metallkisten gemacht. Die sind auch von S+. Und außerdem habe ich mir hier in meinem Bücherregal einige Blueprints gelegt. Und wie ihr seht, alles Enforcer. Und einer davon ist sogar schon blau, also fortschrittlich. Level 36. Und ihr seht, die Werte Health, also Gesundheit plus 35%, Stamina plus 20% oder überhaupt 20%, wahrscheinlich mehr als das Original. Weil ich einen 36er getötet habe. Denn meiner ist inzwischen schon Level 43. Ziemlich cool. So, was ich außerdem damit schon getötet habe, das war ein Gasbag. Der hatte, glaube ich, Level 12. Und der hat mir drei von diesen Blasen hier überlassen. Und mit diesen Blasen kann man ja diese Versorgungsballons machen, Delivery Crate. Und da wollen wir doch jetzt einfach mal, mache ich gleich alle drei. Ach, ich mache erstmal zwei. Dann hole ich mal alles an Material und dann stellen wir die mal her. So. Die sollen jetzt folgendermaßen funktionieren. Also ich habe die jetzt hier in meinem Inventar. Okay, mal gucken, wie man sie rauswirft. Ihr könnt irgendwo in der Welt, zumindest habe ich so verstanden, Sachen abbauen oder irgendwas looten oder so. Und dann packt ihr das in diese Kiste. Dann bläst die sich auf wie so ein Gasballon und dann fliegt die zurück und zwar zu einer Position, die ihr vorher auf der Karte markiert habt. Da ich natürlich möchte, dass die hier zu mir nach Hause zurückfliegt, werde ich also das GPS mal kurz rausnehmen. 48.3, 28.8, okay, 48.3, 28.8 und dann gebe ich das hier ein. 48.3. Und 28.8, ich weiß nicht, ob ich einen Punkt oder ein Komma machen soll. Ach, man kann das nicht machen. Okay, dann machen wir hier mal lieber eine 9 draus. So, Markierungsname. Base. Annehmen. Zack. Okay. Und jetzt müsste das ja eigentlich funktionieren. Dafür schnappe ich mir mal meinen kleinen Enforcer hier. Wir springen hier mal runter. Der hat inzwischen, wie ihr seht, zwei Teleportpunkte, weil er im Level aufgestiegen ist. Und zwar, ich glaube, er hat den mit 40, hat er den zweiten bekommen. So, das ist jetzt nicht sehr weit, aber ich möchte es immer ausprobieren. Hier vorne gibt es ja so ein paar Ölsteine. Ich weiß nicht, ob das der Enforcer da drüben ist, aber irgendwo hier läuft so ein bläulicher rum, der hat Level 120. Den hätte ich natürlich sehr, sehr gerne. So, ich baue das jetzt mal ab. Zack. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, wie es geht. Ich versuche es jetzt nur. Okay, und dann gehen wir mal ins Inventar. Okay. Hier steht da. Ich weiß auch zum Beispiel nicht, kann ich die mehr als einmal verwenden? Keine Ahnung. Da packen wir das jetzt hier mal rein. Okay, und jetzt kann ich ihm wahrscheinlich sagen, Location, Base. Wahrscheinlich muss ich ihn erstmal aufblasen. Jetzt seht ihr, er bläst sich auf. Es ist so cool. Hui. So, jetzt nehmen wir uns den Enforcer und verfolgen ihn mal zurück. Der steigt erst hoch. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, wird er angegriffen? Na, ich kann so nichts sehen mit dir. Du kannst wieder runterkommen, Ballon. Ich hatte ihm doch gesagt, dass er zur Base soll, oder? Aha. Okay, er hat seine Höhe erreicht. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn der zum Beispiel an einem Baum hängen bleibt oder so. Man konnte ja leider keine Kommazahlen angeben. Mal gucken, wo genau er jetzt runterkommt. Jetzt müsste er ja gleich stehen bleiben und runterkommen. Na? Jetzt kommt er runter. Ist das eine sinnvolle Position? Oh, auf der Insel
Das wäre ja geil. Es ist so cool. Ja, mitten auf der Insel. Das ist doch ein perfekter Spot. Oh, aber es ist kaputt gegangen. Und jetzt ist die Tasche hier. Oh, und die bleibt nur eine halbe Stunde. Aha. Muss das so laufen? Das heißt, es muss ja, ich muss ja auf jeden Fall da, wo ich ihn hinschicke, innerhalb von einer halben Stunde. Das ist blöd. Das ist ein bisschen doof. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Na gut. Also das heißt, es muss eigentlich immer jemand zu Hause sein, wenn ich das mache. Aber ja, es funktioniert. Also wenn ich was zurückschicke, weiß ich, es kommt da auf der Insel runter. Ziemlich cool. Ja, ich hoffe, ich bin jetzt genug vorbereitet, um mir eine Schneeeule zu zähmen. Ich habe auf jeden Fall die 50 Betäubungsdarts, die ich haben wollte. Außerdem habe ich nochmal 10 Narkosemittel so mitgebracht. Fleisch suche ich mir dann da. Am besten Prime, also am allerbesten natürlich scharf. Und ich weiß, es gibt schon welches. Ich habe leider nur diese beiden Pelzsachen, weil für mehr hat es nicht gereicht. Ich habe mir nochmal 6 Spikes und den Sattel für die Eule gemacht. Ich brauche jetzt nicht unbedingt eine 120er Eule. Also darum geht es mir erstmal gar nicht. Sondern wenn die so 60 ist oder so, das wäre schon super. Es sollte halt ja auch möglichst schnell gehen mit dem Zähmen. Also es ist ja auch sehr gefährlich da. Und mir geht es ja erstmal natürlich darum, eine zu haben. Weil die, ich weiß nicht, ich glaube, die fliegt sogar schneller als ein Terrano dann. Weil die wie so ein Greif auch so einen Sturzflug machen kann und dann wieder abdreht und dann dabei an Fahrt und an Höhe gewinnt. Das ist natürlich alles ziemlich cool. Außerdem hat sie die Möglichkeit zu heilen und sie scheidet eben diese Gewölle aus. Diese Gewölle, die brauche ich nämlich, um mir eins von diesen Gachas zu zähmen. Das geht passiv. Und wenn ihr die Gachas habt, dann habt ihr die Möglichkeit, an guten Loot zu kommen. Denn diese Kristalle, die der auf seinem Rücken produziert, man kann ihm sagen, was er da machen soll. Zum Beispiel schwarze Perlen. Mich nämlich gefragt, wenn man hier an schwarze Perlen kommen soll, wenn man irgendwelchen Tech-Kram machen möchte. Weil es gibt ja hier so gut wie kein Wasser und selbst wenn, wird es da keine Thusus und keine Eurypteriden drin geben. Und dem Gacha, dem kann man aber unter einer ganzen Reihe von Sachen sagen, die er produzieren soll, eben auch, dass er schwarze Perlen produzieren soll. Und standardmäßig macht er das dann, wenn man ihm eben Gewölle und Steine ins Inventar legt. Und dann produziert er die nach einer Weile. Und außerdem kann es halt sein, dass die Kristalle, die er dabei produziert, von überragender Qualität oder alle anderen Stufen dazwischen halt auch sind und diese Sachen enthalten dann nicht das, was ihr ihm gesagt habt, was er craften soll, sondern irgendwelche Items. Also das kann sein, dass ihr da überragende Waffen oder Rüstung oder sonst was rausbekommt aus einem Gacha. Und deswegen brauche ich so einen, weil ich will halt eigentlich ein bisschen besseres Equipment haben. Also ich hätte zum Beispiel echt gerne einen guten Ghillie-Anzug, weil das ist hier doch häufig sehr, sehr heiß. Und ich hätte auch eigentlich ganz gerne noch ein besseres Gewehr. Und dann können wir anfangen, vernünftig Tiere zu zähmen, weil, also ja, das wäre schon schön, wenn ich irgendwas hätte, was nur, weiß ich nicht, 200 Schaden oder mehr macht. Das wäre natürlich richtig super. Ich weiß nicht, ob das abhängig davon ist, wie gut der Gacha ist, den man da hat. Also, dass ein höherleveliger Gacha besseres Zeug produziert, weiß ich nicht. Möglich. Und ja, mit der Eule, die eben diese Gewölle produziert, kann man den Gacha eben passiv zähmen, indem man sie ihm einfach hinwirft. So ähnlich wie das bei der Roll Red war, nur dass man sie nicht in irgendeine bestimmte Stelle werfen soll, sondern einfach vor ihn hin und er frisst ihn dann und dann ist er relativ bald gezähmt. So, da sind wir im Schneebiom und ich habe auch schon eine Eule ausgespäht. Ich weiß nicht, ob das die ist, die man jetzt da sieht. Die waren auf jeden Fall zwei direkt beieinander. Genau. Und diese hier ist Level 104. So, man kann, ja, ich hatte gesagt, 60 reicht. Man kann die Eulen bolan und sowas alles. Deswegen, ich habe mir jetzt nämlich auch noch mal ein paar Bolas gemacht. Boah, Angst. Auf jeden Fall passiv, das ist er schon. 8. Oh Mann. Okay, wir haben. Gott, meine Pumpe. Einmal Bolan wird nicht reichen, das weiß ich schon.
Die haben ja leider auch immer so einen Bola-Cooldown. Werden sie wahrscheinlich mindestens dreimal bolern müssen. Tja, deswegen wäre eine bessere Waffe natürlich echt super. Jupp. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Schüttel die Bola. Okay. Man kann ja auch nicht dauerbolern, ja, das geht nicht. Es gibt einen Cooldown. Komm, bitte geh jetzt down. Das wäre echt super schön. Okay, hab ich mir schon gedacht. Was hat sie denn da versucht? Er haut ab. Na, okay. Also hinterher. Ich hoffe, der fliegt jetzt nicht irgendwo hin, wo er gleich getötet wird. Aber er ist offenbar schon so voll mit Torpor. Ja, setz die nieder. Dann kann ja so viel nicht mehr fehlen. Acht. Okay. Ja, das war kein Treffer. Willst du mich verarschen? Oh Gott. Ich zitter so krass. Kein Wunder, dass ich nichts treffe. Komm, jeden Augenblick. Ja! Okay. Soweit und so gut. Jetzt das. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas hochkommen kann. Vielleicht auch nicht. Wie sieht's mit der Torpor aus? Ja, ich habe mir schon gedacht, dass die nicht so schnell runtergeht. So. Okay, ich hoffe. Ich finde jetzt schnell irgendwie einen Schaf oder so. Ansonsten brauche ich eben Prime. Tja, ich habe leider keinen Dings gefunden, sondern nur Prime. Und jetzt ist das auch alle. Ich muss also normal fressen. Ich gucke mal, ob ich vielleicht noch irgendwo ein Stück Prime bekomme. Wie ihr seht, über die Hälfte haben wir schon. Da hinten sind Mammuts. Vielleicht finde ich ja noch ein Schaf, aber ja, wie gesagt, jetzt haben wir ja schon über die Hälfte. Jetzt brauche ich es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ah, nein, die. So cool ich sie auch finde, aber das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen viel. Welches Level? 116, genau was ich brauche. Und 12, schon eher was ich brauche. Gib auf. Na, jetzt muss ich weg. Oh, sie ist schon gezähmt. Supi. Yeah. Tja, schade. Das zählt jetzt leider nicht in mein Du hast ein irgendwas gezähmt, weil ich war nicht dabei, als sie wach geworden ist. Geil, wir haben die 151. Ja. Oh, Wahnsinn. Guckt sie euch an. Sie ist so schön. Ich brauche jetzt nicht mehr. Nein. Du darfst auch noch weiterhin am Leben bleiben. So, gib mir mal das. Und du kriegst mal das. Kannst du dich ein bisschen heilen. Dann sammle ich jetzt hier die Spikes wieder auf. In der Hoffnung, dass der mir jetzt nicht auch noch gleich dazwischen funkt. Aufheben. Ah, wäre ich bloß hier geblieben.
Egal. Hauptsache, ich habe eine. Wir wollen ja sowieso mal mehr als eine, denn wir wollen ja damit auch ein bisschen züchten. So, und jetzt fliegen wir erstmal nach Hause. Die bleibt sofort in der Luft stehen. Das ist ja der Wahnsinn. Cool. Okay, ab nach Hause damit. Ich bin gleich zu Hause und immer noch mit der gleichen Ausdauer unterwegs. Alleine deswegen hat es sich schon gelohnt. Ihr seht ja, wie spastisch der Terran und dann hier ständig um mich rumfliegt. Ja, der hat mich auch, also alle paar Sekunden behindert der mich, indem der unter die Eule fliegt. Die Eule meint, sie könnte auf ihm landen und ist dann beim Abstürzen. Total nervig. Den müssen wir jetzt erstmal loswerden. Brauchen wir sowieso nicht mehr. Direkt aussortiert. Zack. Dass er augenblicklich stehen bleibt. Schon das ist der Wahnsinn. Gewölle! Aufheben! Davon brauchen wir nämlich einiges. Jetzt holen wir erstmal den Chiron wieder zurück und packen den in seinen Stall. Nervtötendes Tier. Wie ihr seht, habe ich mir auch noch zwei Dodos organisiert. Einfach für ein bisschen Eier. Ein Männchen und ein Weibchen. Da mit dem Gesicht gegen die Wand, schäm dich. Ich nehme mal an. Die Eule frisst normales Futter. Ich packe erstmal meinen ganzen Kram weg und dann gucken wir uns mal genau an, was wir mit der machen können. Okay. Irgendwie gibt es hier gerade so einen total merkwürdigen Bug. Egal. Weiß ich nicht, was das bedeutet. Ja, da ist sie. Es ist eine weiße Schneeeule. Ja gut, Schneeeulen sind immer weiß. Es ist vor allem eine weibliche. Und deswegen können wir sie nicht anders als Hedwig nennen. Wow, ich bin so happy. Guckt sie euch an, ja, die ist so halb mechanisch, ne? Die Augen sind ja ganz offensichtlich und überhaupt dieses ganze Gesicht ganz offensichtlich nicht natürlichen Ursprungs. Ja, guck mal die Werte an. 2535 Leben. Also ich habe keine Ahnung, was gut ist oder was nicht, aber ich habe kein Tier, was so viel Leben hat wie die. Also ich glaube, alle meine Tiere zusammen haben vielleicht so viel. Ziemlich cool. 1225 Ausdauer. Wie gesagt, sie ist vom Schneebiom bis hierher geflogen und das ohne Zwischenstopp, super. Sauerstoff 525, ist nicht so wichtig. 6000 Nahrung, ist nicht so wichtig. 517 Gewicht, das ist natürlich toll. Und 280 Nahkampfschaden. Ich weiß schon, die ist nicht wirklich für Schaden da. Vermutlich am ehesten, denke ich doch mal, werden wir ihr was hier drauf geben. Süß, wie eine echte Eule. Cool, dann bringen wir nochmal hier schnell Futter und sonst was weg. Ja, Gewölle. Also Gewölle, die brauchen wir, wenn wir nämlich den Gacha zähmen wollen. Dieses Zeug hier. Ah, es hat auch eine Verfallszeit, aber die ist noch sehr lange hin. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob es diese Verfallszeit erst hat, wenn ich es im Inventar habe oder so. Ich pack's mal. Wir gucken mal ganz kurz, was war das hier? 41 und so weiter. Kann man das? Ach, kann man nicht in den Kühlschrank tun? Na toll. Kann man nicht in den Kühlschrank tun. Hast du noch eins davon gemacht? Möchtest du noch eins davon machen? Ja, Achtung. Blech. Wie ihr seht, vorne raus, ja? Und soweit ich weiß, kacken die auch gar nicht. Wow. Sondern die machen nur das. Gut, dann wollen wir mal ausprobieren. Also, wenn sie geht. Sieht das total eulig aus? Ist das süß? Oh, ich liebe sie. So, machen wir Linksklick. Am Boden beißen. Achtung, Rechtsklick. Macht sie nichts? Ich dachte, C. Nachtsicht. Geil. Hä? Ah, ich halte. Rechtsklick gedrückt halten. Dann schützt sie sich und heilt sich und alle anderen. Und das ist auch die Methode, ja? Die Ausdauer zu verbrauchen, Nahrung aufzubrauchen. Genau. Und mal schön eins auszuspeien. Ihr könnt sie natürlich auch mit Steambeeren füttern. Dann verliert sie halt schnell Nahrung. Ich weiß nicht, ob sie schnell Nahrung verliert, aber auf jeden Fall produziert sie dann auch eine ganze Menge an Gewöll. So, fliegen. Wie haben wir schon gesehen? Ich fliege, ich lasse los auf jetzt und sie steht sofort. Ja, nicht wie alle anderen. Fliegt noch irgendwie einen halben Kilometer weiter. Jetzt schnell fliegen, loslassen. Zack, bleibt sofort stehen. Der Wahnsinn. Okay. Ja, wie ihr seht, also ich fliege jetzt mal hoch. Und wenn ich runterfliege, schum, wieder greif. Der Wahnsinn, oder? Oh, es ist so schön. Ich liebe dieses Tier jetzt schon über alle Maßen. So, und soweit ich weiß, hat er dann auch. Hoppla.
Ne? Ich wollte so eine Dive-Bomb machen. Aber die macht er irgendwie mit Frost. Naja, gut, ihr könnt Viecher halt einfrieren, ne? Versuchen wir es gleich nochmal. Boom. Ich bin nur unten gelandet und habe den damit eingefroren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwie Schaden gemacht habe. Können wir mal mit der richtigen... ich habe keine oder kaum noch Ausdauer. Jetzt müssen wir erstmal kurz zwischenlanden. So, schön Gewölle produzieren. Fein. Noch eins. Fein. Das machst du gut. Und da ist auch die Ausdauer schon wieder da. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit einer richtigen Bombe. Wo ist denn der Stego? Wo bist du denn? Da bist du. Schum. Nee, ich krieg's irgendwie nicht so richtig. Ich verfehle immer. Ja, fliegen. Verfehle mein Ziel immer. Das habe ich auch mit dem Griffin noch nie wirklich so gemacht. Also, deswegen. Und? Naja, wirklich Schaden macht er damit nicht. Egal, der ist halt nicht zum Schaden machen. Er ist halt zum Heilen da. Oder sie in unserem Fall. Ist zum Heilen da. Und sie ist so schön. Ja, fein. Ja, oh, der Kopf, das ist so cool. Also wirklich, ich habe mich so sehr drauf gefreut. Als ich die zum ersten Mal gesehen habe, ich dachte erst, vielleicht ist es ein Schultertier oder so. Aber nein. Es ist das coolste Flugtier, was man haben kann. Das reagiert auch wirklich super schnell. Ja, ganz, ganz kleiner Wendekreis. So, wenn ich jetzt nochmal, was war Nachtsicht? C. Also nicht Nachtsicht, sondern Hitze. Ich bewege mich mal nicht. Wie ihr seht, Ausdauer und Nahrung gehen beide runter. Ja, damit seid ihr also limitiert. Ihr braucht also doch eine ganze Menge an Stamina. Ja, und so könnt ihr halt die Viecher alle sehen. Da ist eine Schnecke, da ist ein Kalikotherium, Stego und so. Jetzt ist nichts mehr vor uns verborgen. Da ist ein Lystro. Das ist einfach so geil. An sich ist der Rest der Sicht offenbar so wie mit der Drohne. Cool, oder? C wieder aus. Wird er wahrscheinlich gleich wieder ein Häufchen produzieren. Ja, gut so. Komm, noch eins. Okay. Zack. Zack. Ich weiß nicht genau, wie viele ich brauche. Ist der etwa immer noch sauber auf mich? Das gibt's ja nicht. Kann man nur so nachtragend sein. Ich weiß nicht genau, wie viel ich davon brauche, um mir so einen Gacha zu zähmen. Also, da die ja so harmlos sind, ich würde davon schon auch gleich einen richtig guten zähmen. Und weil ich einfach nicht weiß, ob die Qualität des Gachas über die Qualität des Loots sozusagen Auskunft gibt. Aber wie ihr gesehen habt, also ist jetzt auch nicht anders, als einen Argentavis zu zähmen, ne? Nur, dass der Vogel viel cooler ist. Die kann leider gar nichts greifen. Das ist der einzige Nachteil, den ich sehe. Gar nichts kann die greifen, obwohl es ein Greifvogel ist. Im Gegensatz zum Argentavis, der ja ein Geier ist und damit ja gar kein Greifvogel. Aber auch nicht verkehrt, wenn man einen Argentavis hat. Angeblich kann der den Gacha nämlich greifen. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, da würde ich doch sagen, wir gucken uns nochmal einen Explorer-Note an. Ah, vielleicht... Habe ich? Nee, ich habe kein Dossier von der Eule gefunden. Egal, dann gucken wir uns eben irgendeins von den anderen an. Davon habe ich auf jeden Fall in letzter Zeit noch mal einige aufgemacht. Aber warum ich jetzt diese komische Pixelsicht hier habe, weiß ich auch nicht. Seit ich die Eule habe. Das ist sehr merkwürdig, als hätte ich jetzt auch Nachtsicht. Egal. So, wir gucken gleich noch mal, was denn wir hier so für ein Engramm haben. Entdeckernotiz, ich sage immer Engramm. Machen wir den hier wieder weg, machen wir das hier wieder dazu. Und nur die, die ich entdeckt habe. Wow, wie ihr seht, ich habe mir schon... Das wusste ich jetzt selber nicht, dass ich so viele davon schon habe. Managama-Dossier habe ich. Und Scout, falls er ein Dossier hat. Ja, ich weiß nicht, warum die Helena hier zweimal drin ist. Jetzt ist sie nur einmal drin. Ist komisch, ne? Egal. Okay, die 1 hatten wir, die 7 und die 5 hatten wir. Jetzt wäre also die 3 das nächste. Wir sind bei The One Who Waits Nummer 3. As you find your planet legs within these ruins, take head of the ghosts. Wenn du deine Planetenbeine in den Ruinen ausprobierst, dann nimm dich vor den Geistern in Acht. Raids of shining metal wander these halls.
Also Geister aus glänzendem Metall wandern durch die Hallen. On a hunt that will never end. Auf einer Jagd, die nie endet. They used to be the city protectors, but they have grown feral without their lash. Also sie waren mal die Beschützer der Stadt, aber ohne, ja, aber jetzt sind sie leinenlos, also losgelassen. To them all trespassers, to them all are trespassers. Für sie sind alle Eindringlinge. All must be destroyed. Alle müssen zerstört werden. I tried to speak to them, to prepare your fall. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden, um deinen Fall vorzubereiten, also wenn ich vom Himmel falle. I thought my voice might be soothing, familiar. Ich dachte, meine Stimme wäre einschmeichelnd oder, ja, bekannt für sie. That it would stir some long-forgotten instincts locked deep in their, within their code. Ich dachte, es würde ihre, einige vergessene Instinkte in ihnen wecken, die in ihrem Code einprogrammiert sind. But their ears were deaf to me. Aber ihre Ohren waren taub für mich. They only listen to each other now. Sie hören nur aufeinander. Not even the system can reach them. Nicht mal das System kann sie erreichen. And neither you nor I can subdue them. Und weder ich noch du können sie unterdrücken. There was one of your kind who could reforge them. Es gab einen von deiner Sorte, also von meiner, von der menschlichen Sorte, der sie wieder schmieden konnte. Perhaps you can too. Vielleicht kannst du das auch. It is the only way you'll have their aid. Das ist die einzige Chance, wie du ihre Hilfe bekommen kannst. Das finde ich ein bisschen merkwürdig, weil es scheint ja hier ganz offensichtlich um die hier zu gehen. Und wie wir sehen, ist das ja ein Enforcer. Und wir wissen ja schon, dass die Enforcer nicht alles angreifen. Also eigentlich gesagt gar nichts angreifen, es sei denn, irgendeine Scout-Drohne hat euch markiert. Und das tun sie ja nur, wenn ihr in deren Gegenwart irgendeinen Blödsinn macht. Also zum Beispiel ein Tier töten, ne? Wenn ihr unter den Augen einer... Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Vielleicht habe ich auch die Drohne selber erwischt. Ich glaube aber nicht. Ich habe noch auf keine einzige Drohne eingeschlagen. Deswegen glaube ich, die hat mich dabei beobachtet, wie ich ein hilfloses Tier getötet habe, hat mich markiert. Und sobald der nächste Enforcer in meine Nähe kam, hat er mich halt getötet. Gut, dann würde ich doch aber sagen, dass die Folge an dieser Stelle... Oh, die fliegt auch nicht gleich los. Das finde ich auch gut. Dass die Folge an dieser Stelle wieder zu Ende ist. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Ark Storyline. Bis dann, ciao, ciao!